Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, ihr seht schon, ich habe alle Sachen hier durchgelesen. Im Grunde, wir haben von ihm ein Fahrrad bekommen. Er hat uns hier nochmal eine Anleitung geschickt, wie wir die nächste Rakete mit zwei Antrieben bauen sollen. Er wollte auch, dass wir irgendwas machen, ein Looping wollte er, dass wir machen. Wir haben von ihm den Shoppy erhalten, der natürlich mega cool ist. Und wo wir uns direkt ein, zwei Sachen kaufen werden. Erstmal eine neue Spitze. J-Verteiler bin ich dafür. Was könnten wir noch nehmen? Trichteradapter gleich brauchen wir nicht unbedingt. Ein Dreierverteiler wäre vielleicht gar nicht zu. Wir haben so viel Kohle aktuell, das ist gar nicht so schlimm. Biegung breit. Machen wir einmal. Eine normale Biegung machen wir auch noch. Wir können eh gleich fast alles kaufen. Wir kaufen einfach mal so viel, wie es geht. Eine Lastraketenspitze, den Trichteradapter, komm, warum nicht? Doppelrohr. Biegung 180, falls es uns fad ist. Jetzt können wir die Sachen schon nicht mehr kaufen. Aber das hier können wir noch kaufen. Und den Verschluss hier. Jetzt haben wir fast den ganzen Laden leer gekauft. Es gibt noch so ein paar Sachen. Fabrikleuchten, Router. Aber ich glaube, ein Router gerade aktuell drin bringt sich nicht unbedingt was. Und dann bauen wir direkt mal die neue Rakete. Und zwar, ich roll an, nee, doppelte Kraft. Hier, bauen mindestens. So, die zwei Sachen. Jetzt gehen wir in PVC. Nehmen die Spitze mit geringem Widerstand. Drunter kommt direkt ein Doppelbody. Und dann können wir hier direkt das dran setzen und dann das Bodenstück. Aber nee. Dann müssen wir unter Treibstoff gehen und Triebwerke. Setzen hier die Triebwerke rein. Und den Treibstoff hier oben drin. Und dann gehen wir unter Verbindung. Warum geht denn das nicht? Okay, warte, wir machen das nochmal ein bisschen anders. Ich kann doch die rein theoretisch auch drehen. Dann drehe ich euch einfach um. Warum bin ich denn nicht gleich auf die Idee gekommen? So. Und dann können wir jetzt verbinden. Zack. Ganz einfach. Und dann bauen wir die mal. Sollte nicht erforderliche Teile, um ein aktuelles Ziel zu erreichen. Was? Zeichne Treibstoffrohre mit einem Gesamtlänge von mindestens 50 cm. Okay. Konstruktion. Dann müsst ihr noch ein bisschen weiter nach oben. Erreiche 150 Meter. Warte, da müssen wir einfach hier die Verbindung ein bisschen machen. So, jetzt haben wir das auch erreicht. Jetzt bauen wir die Rakete mal. Die neue Riesenrakete. Und jetzt gehen wir zum Start. Als erstes wieder Höhe und Entfernung angeben. Und dann würde ich sagen 3, 2, 1, Liftoff. Oh. Adieu. Hui. 160 Meter. Nicht perfekt, aber es wird wahrscheinlich in Zukunft besser. Oh. Da hat es Boom gemacht. So, Start erfolgreich, seltene Tackerung, das ist natürlich gut. Wir haben jetzt keine Top-Sachen irgendwie natürlich, weil, wie? Doppelte Kraft, jetzt sehen wir Motor, Rohr, warum kann ich zweimal Rohr verwenden? Doppelschwanz ist auch noch. Und als Bild nehmen wir hier oben, dann wenn sie ganz weit weg ist. Dann Video hochladen. Schauen wir mal. Hochgeladen, Kombination clever und cool. Okay, eine Doppelkombi, auch nicht schlecht. 300 Abos mehr. Holla die Waldfee. Und der Kontostand steigt wieder. Ist natürlich perfekt. Ich bin beeindruckt, ich liebe es. Coolio, sehr gut. Viele interessante Nachrichten. Eine neue haben wir auch, aber als erstes den Shop leer kaufen. Erst die Shop-Teile kaufen, die wir noch nicht haben. Perfekt. Dann haben wir von Tex Warrior. Dein Tag geht gut ab.
Inzwischen solltest du eine beeinträchtigte Anzahl an Text gesammelt haben, nicht wahr? Ja, haufenweise. Schön für dich. Aber ein Data Mining im Webcode von Startup-Betrieben. Ich habe eine Methode gefunden, um nicht entdeckte Tags auf dem System zu extrahieren. Kannst du das auch für mich machen? Das wäre natürlich geil, einfach zu gehen. Ja, klasse Sache, oder? Ein ziemlich aufwendig, dass ich es von Hand mache. Ich schaffe nur einen Tag gleichzeitig. Ja. Ach gut. Fidget Spinner, episch. Für die Verwendung eines Fidget Spinners. Wie funktioniert denn jetzt ein Fidget Spinner? Aber okay. Ja, ja, hat hier. Oh, danke. Ich will jetzt aber hier hin. Ich habe das mit zwei Triebwerken ausprobiert. Hm, was? Oh ja, er freut sich direkt mal. Kurz das Video anschauen. Schaut das jetzt echt kurz an und es geht weiter. Erste Sahne. Hast du jetzt was anderes erwartet? Erstmal angeben. Bedeutet offensichtlich mehr Power. Kannst sogar noch weitergehen. Mit zusätzlichen Leitungen kannst du mehr Treibstofftanks mit einem Triebwerk verbinden. Oh, das ist natürlich geil. Nutze dieses Teil dazu. Dann kannst du mehrere Treibstofftanks mit einem Triebwerk, ja? Cool. Das lernen wir herunterladen. Weil das brauchen wir. Ich versuche es. So, jetzt schauen wir uns mal an, was wir noch haben. Wir haben eine Stunt-Rakete, verführe einen Looping. Freischaffendes Feuerwerk, genau, über 100 Meter, aber bleibe unter 120 Metern. Toilettensturz, das haben wir eigentlich auch noch offen. Neue Höhe erreiche, 450 Meter, bleibe unter 500 Meter. Schließe den Abstand, indem die Rakete verunglückt und wieder auf dem Boden ist. Das können wir probieren. Wenn wir das Stück hier nehmen und dann drunter diesen Spezialbooster, den wir haben. Obwohl, das passt schon in eine normale PVC-Pipe rein, ne? Rein theoretisch würde das ja so passen. Zack, hier rein. Was ist das? Also, vielleicht können wir da mehr Sachen später rein tun. Und dann nehmen wir mal. Ja, das sind Füße, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich habe doch diese andere Nase auch noch. Hier. Nehmen wir die Rakete mal so. Und schauen wir, wie gut die fliegt. Die kriegt den Boostsitzer rein und... Meine, die schaut fett aus. 3, 2, 1, los geht's. 100. 200. Na, sie in. Oh Mann, 450 Meter. Zwei weitere Booster müssen auf jeden Fall verbaut werden. Sonst funktioniert das, glaube ich, nicht wirklich. Ich würde sagen, sie braucht noch zwei weitere Booster. Einmal hier außen, einmal hier außen. Die beiden bekommen natürlich dementsprechend auch nochmal eine Kappe oben drauf. Dann bauen. Links, rechts, Füße dran. 3, 2, 1, los geht's. Und adieu. Zoom. Jetzt haben wir sogar noch weniger geschafft, scheiße. Das war jetzt nicht der Plan. Okay. Nochmal zur Konstruktion. Vielleicht können wir das auch irgendwie verbessern. Nochmal vielleicht komplett von vorne den ganzen Ansatz. Wir haben doch diese die Pipes jetzt halt. Und wir haben auch diese, das ist ein Doppelrohr, da können natürlich mehrere Tanks rein. Aber was ist mit diesen hier? Das sind auch ganz interessante. Passen da zwei Treibstofftanks rein? Nein, nicht perfekt, aber wenn wir... So machen wir ein Verbindungselement. Dann eine PCP-Pipe drunter. Wir machen es einfach so hier.
Unten kommen jetzt die Spezialfins ran, die wir hier haben. Funktioniert das jetzt nicht? So, jetzt. Okay, und dann gehen wir auf Verbinden. Jetzt geht es natürlich nicht weiter. Nein, da wollte ich nicht hin. Konstruktion, kann ich das irgendwie so hinsetzen? Jetzt geht es halt dann trotzdem nicht weiter. So, jetzt müssen wir kurz gucken, wie wir das hier hinkriegen. Aber es kann ja nicht sein, dass wir eine blöde, die zwei Flaschen hier nicht irgendwie verbunden kriegen. Wenn ich die rein theoretisch umdrehe, sage ich, setze die hier oben rein. Dann kann ich doch bestimmt auch irgendwie sagen. Ach, jetzt geht es. Das Problem ist ja, ich kann jetzt hier nicht. Nein. Wie machen wir das jetzt? Löschen wir nochmal. Ja, nochmal löschen. PVC. Ein Mittelstück. Ein Oberteil. Vielleicht sollte ich doch das magnetische Staffel wieder anmachen. Dann sitzt es gefühlt ein bisschen besser. Da muss dann der Triebwerk rein. Hier kommen die Teile hin, unten soll das Triebwerk dann rein. So, natürlich schauen, dass das mit den PVC-Pipes alles gut passt. So. Und dann brauchen wir die Treibstoffe. Oder die halt das Verbindungselement. Und jetzt kann ich hoffentlich einfach. So hat sich verbunden, das ist perfekt. Und jetzt gehen wir zurück zur Konstruktion und jetzt brauchen wir noch den Treibstoff. Dann einmal duplizieren, verbinden und obendrauf die Spitze PVC hier. Es ist Snap in Place, damit es besser passt. Dann stellen wir die Aufgabe um. Kann ich den nicht umstellen? Okay, kann ich nicht umstellen. Naja, ist ja wurscht. Wir probieren das Modell trotzdem aus. Was steht hier? Kräfte, okay. Dann würde ich jetzt sagen, 3, also erstmal 3, 2, 1, sie fangen schon an, obwohl wir noch nicht mal gebaut haben, fertig. Der bulky Kasten ist ein bisschen nervig. 3, 2, 1, Liftoff. Da ist was schief gelaufen. Von schlechter Flossenstabilität. Du hast mir Text freigeschaltet. Verbindung, Rohr, Treibstoff und Triebwerk. Rohr, machen wir hier so. Die ist abgegangen und so. Nope, einfach. Haben wir irgendwie kommen jetzt clever, haben wir eine Kommunikation wieder freigeschaltet. Nicht schlecht. Und langsam und stetig wächst der Kanal. Das ist natürlich genial. So. Das könnte schlecht gehen. So. Ah, Kontostand passt hier, aber wir wollen hier im Marker. Ist der Treibstoff schon ein Bau, eine zusammengeführte Treibstoff?
Stapel einbaute, erreiche 200 Meter, wo kein Teil der Gruppe vom Boost ein. So. Wir müssen das Ganze nochmal umbauen. Hier. Jetzt will ich das Ganze duplizieren. So. Ich versuche das Ganze jetzt ein bisschen zu verkleinern auch. Jetzt können wir einen Treibstoff nehmen. Duplizieren. Das Verbindungsstück hier einbauen. Und drunter das Triebwerk. Dann gehen wir unter Verbindungen. Setzen die benötigten Verbindungen. Perfekt. Und können dann die mit geringem Luftwiderstand die Spitze einbauen. Und gehen dann einfach mal auf Bauen. Erreiche 200 Meter. Die Flaschen sind noch ein bisschen größer. Dann gehen wir auf Start. Natürlich wieder die wichtigsten Daten. Horizontale Geschwindigkeit. Die Höhe. Und die Entfernung. Dann würde ich sagen 3, 2, 1, los geht's. 100 Meter haben wir schon. 200 Meter, 200... Unter 250, schade. Und jetzt geht's wieder zu Boden. Das war's. Aufgabe abgeschlossen. Ungewöhnliche Tags erhalten, das ist natürlich auch nicht schlecht. Doppellauf. Herausforderung. Fullrohr und Verbindung. Hochstapler, das könnte man, oh, das können wir so lassen. Nehmen wir hier so ein Bild. Haben wir wieder eine Kombi? Ja, eine super Kombination. Clever. Okay. Holla. 155 Abonnenten mehr. Das ist natürlich geil. Kontostand steigt wieder. Und natürlich wieder schöne Kombi-Sachen. Was passiert eigentlich, wenn die Analytics zurück? Okay, da kriegt man so eine CMD-Zeile. Oh, nicht schlecht. Kann ich noch was kaufen? Nee, das darf ich. Ah, nee, das heißt zu wenig Geld. Eine Klemme. Techno-Jet. Alter Treibstofftank. Da gibt es schon interessante Sachen hier. Der Techno-Jet und der Treibstoffsack ist auch interessant. Müsste man sich dann anschauen, wie viel man da Treibstoff rauskriegt am Ende. Jetzt kommt er wieder hier. Gute Arbeit. Was brauchst du? Treibstoffverteiler. Aha. Also im Grunde kriegen wir gerade nur erklärt, wie wir mehr daraus machen können. Rein theoretisch kann ich natürlich dann auf den Weg auch viele Tanks miteinander verbinden, um am Ende dann an mehrere zu verteilen und das über eine Leitung laufen zu lassen, rein theoretisch. So, das ist Dot Science, Hallöchen. Fährt in Robotik, Roboter, wuhu. Hauptsache, vorrangigen Vorschlag, erzähl mir mehr. Bereich jemand fast an Sie anbringt. Ist die Robotik in andere Richtung wahrscheinlich? Wie werden es also bei kombinieren? Ran an den Speck. Ich habe zwar keinen Plan, von was du redest, aber ran an den Speck einfach. Komm mit uns essen, Kalizon. Ich möchte einen winkenden Roboter baust. Einen Roboter, der alle Leute online zuwinkt. Das hört sich nicht schlecht an. Also brauchst du jedoch einen Arm. Ich sehe, du hast eine wundervolle Schaffung. Vielleicht kannst du jemanden bitten, den Arm aufzusehen. Klar, mache ich. Dann halte ich den wenigsten Einzelteile. Aber bitte unbedingt den linken Arm, mit dem rechten geht es nicht. Okay. Fragen wir den mal schnell noch, ob er den absägen kann. Schau ich mir an. Kein Problem sein. Ja, ich bin da. Den linken Arm. Ach dann. Oh, scheiße, da habe ich nicht genug Geld. Ja, dann verdienen wir es. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, dann lassen wir es für diese Folge. In den nächsten Folgen haben wir noch einige Aufgaben hier vor uns, die wir erledigen müssen. Und ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mich einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.